Hallo ihr Lieben, hier ist der Basti. Fantastisch, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sind gerade heute mal wieder on Tour, ein bisschen. Ich weiß nicht, wo es mich hintreibt, wo der Weg mich hinführt. Oder ja, da gibt's auch so schöne Lieder hier. Hinterm Horizont geht's weiter. Wow! So, also ich weiß noch nicht, wo es hinführt, aber ihr seid mit dabei. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Mitmacht, mitzweckt, trackt, trackt und zweckt. Euer Basti, fantastisch. Ja, ja, ja. Achso, mein Drahtesel ist auch schon gepackt. Also gepackt heißt gefahren, also zum Fahren ist der Drahtesel dafür da. Na klar, also der Werkstatt bekloppt oder was. Also, wir sehen uns bei der Tour mit meiner erotischen Einsamkeit. Nee, mit meiner erotischen Person. Also ihr wisst schon, seid dabei. Ja, ja, ja. Da wär ich bekloppt oder was. Hallo, jetzt haben wir schon ein bisschen gefahren hier. Wir sind an der wunderschönen Elbe. Wir kommen jetzt selbst hier hin. Ja, sehr schön. Drüben ist Bratschwitz. Und wir sind jetzt natürlich an der Stadtgrenze. Und ihr wisst Bescheid, ich zeige es euch mal, ihr werdet bekloppt. Ihr werdet bekloppt, wenn ihr das jetzt seht, was auf hier im Hintergrund steht. Nicht nur, wo wir jetzt hinfahren nach Heidenau. Nein, was ist durchgestrichen? Düna Heidenau. Dynamo Land! Jawohl, Dynamo Land ist hier und wir sind mit dabei beim Dynamo Land. Wir fahren jetzt ins Dynamo Land und da singen wir nur Dynamo, Dynamo, der Regenfahrer, ja. Und weiter geht's on Tour mit meiner erotischen Wenigkeit. Viel Spaß! Ja, wir sind mit Radl da! Wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Bam, 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 bam. Ja, wir sind mit dem Radl da. Hallo, hallo. Man kann auch singen. Man guckt mal wieder, wo ich steck vom Ohr. Den Sommer, den wir früher einmal waren. Ja, mit Sonnenschein, mit Beauty. Bis September. Und jetzt müssen wir anhalten,
jetzt kommt ein Traktor. So, sagen wir mal Dankeschön, da lässt uns vorbei. Dankeschön. So, wir fahren weiter mit dem Fahrrad. Ein Tor, wow, der Wind weht uns ins Haar. Immer lichtes Haar, weht der Wind. Hier, das ist Redenau. Aber man darf es noch anschauen. Ja, man darf es anschauen. Wir sind on Tour. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und ich strampel mich ein, denn der nächste Halt, kennt ihr alle, der Wostra. Wostra ist ein Freibad hier in Dresden. Gleich Dresden, wir sind ja nicht immer im Dynamo-Land, klar. Und schaut selbst, ich rede zu viel, schaut selbst, gleich sind wir da. Wow. So, jetzt ist der Magen gekommen, ich bin ganz außer Puste und ganz, wow, das ist so warm heute noch an den Tag. Aber ihr seht die Wostra, seht ihr hier? Ja, da seht ihr die Wostra im Hintergrund. Aber ich muss euch sagen, die Badesaison ist ja für dieses Jahr schon vorbei. Und da denke ich mal, das Wetter ist zwar noch schön, ein schöner goldener Herbst hoffentlich, aber ja. Dann sage ich mal, wir können ja mal gucken. Aber hier ist nur noch der Bademeister, der tut noch ein bisschen baden, also hier baden, also der macht noch Meister. Kann man schauen, sieht man den Sprungturm. Okay, man hat ihn gesehen. Man hat ihn hier durch die Büsche gesehen, den Sprungturm. Moment, ich höre was. Ja, doch, es planschen doch noch Leute bei dem goldenen Herbst. Ich höre was planschen. Dieses Plätschern im Bach, dieses Plätschern wird schön. Und dann geht es hier ab und ihr werdet es sehen. Dieses Plätschern hier. Ja, sind doch noch Leute. Ich habe gerade gesehen, wir können aber nicht rüberhalten. Es sind doch tatsächlich noch Leute. Mutig genug, obwohl es heute ein schöner Herbst, also ein schöner Tag ist. Mit Sonne, boah, und total verschwitzt ist man hier. Aber es geht doch noch Leute baden. So. Und jetzt kommen wir gleich nach Pilnitz. Pilnitz ist auch schön, da gibt es nämlich das Schloss Pilnitz. Das sehen wir dann auf der anderen Elbseite. Aber ich rede zu viel, schaut es euch einfach mal selber an hier. Das Schloss Pilnitz, was hier gleich kommt. Hier ist noch gleich vorne weg die Biberinsel. Die Biberinsel ist eben dann die Insel. Da gibt es Biber, sonst wird es ja die Biberinsel heißen. Da gibt es keine Basti Fantastische See. Da gibt es wunderschöne, niedliche, kleine Biber. Die kann ich euch mal, na, die sieht man jetzt nicht. Sieht man eine Biber? Eine Biberzeit? Ist jetzt Biberzeit? Nein, aber ein Kormoran, würde ich gerade sagen. Aber ein Fischreiher sitzt da. Ich kann ja mal hinzoomen. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Zeige ich euch mal. Ja, ich zeige es euch mal, ob ich das hinkriege. Jetzt wird es ein bisschen wackeln, aber wir versuchen es mal. Ja, da sitzt. Ein Fisch. Ah ja, okay, ein bisschen unscharf, aber ja, egal, lass mal, also, geht's weiter hier, meine Freunde, wir fahren, oh Gott, ist das eine übliche Straße hier oder was, ja, den Fischreiher habt ihr nicht gesehen, aber denkt euch, es ist ein Fischreiher dort, sieht aus wie ein Storch, aber ist einfach da, also, das hat übel gemacht, aber es ist wunderschön hier, es ist wunderschön. Touristen kommen hier noch lang gebämst und schaut sich hier Dresden an, Pilnitz, oder besser gesagt Dynamoland. So, jetzt zeige ich euch mal hier ein bisschen. Ja, das ist ein schönes Bild hier. So. Ja. Super, das ist schön. So schön mit euch hier diese Tour zu gestalten. Und jetzt kommt, pass auf. Jetzt kommt gleich eine Hüppel. Und dann kommt hier Schloss Pilnitz. Aber da rede ich mal nicht so viel. Das müsst ihr euch selbst anschauen. Thank you.
So, jetzt passt auf. Passt auf, was jetzt hier gleich zum Vorschein kommt, meine Freunde. Jetzt kommt Klei. Jetzt kommt echt Klei. Schloss Pillnitz. Dort drüben seht ihr schon ein Stück Park. Und jetzt haltet euch fest. Ein Bild für die Götter. Also, ich bin schon sehr gut. Aber das Schloss kommt aus gleichem Niveau heraus. Pass auf. Ist das nicht schön? Das Schloss Pillnitz. So ein bisschen im Hintergrund. Das ist, da hat August der Starke drin gewohnt. Residiert, also nicht gewohnt, sondern sein Urlaubsschlösschen. Und ja, es ist wunderschön. Ich bin gerne hier. Wir können ja noch mal kurz halten für euch, dass es noch mal genießen tut. Das Schloss Pillnitz. Ja, so sieht das Schloss aus. Wir werden da weiter vorne durchschleicheln. Wir haben uns hier durchgebremst sein. Ja. Jetzt sind wir weiter am Tor. Ach, ist das schön. Der Fernsehturm glänzt im Hintergrund, den zeige ich euch auch gleich. Aber wir fahren einfach mal ein bisschen weiter. Ihr könnt ja gerne mal die Tour auch begleiten. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ich als nächstes mal hinfahren soll. Das mache ich gerne für euch. Und ja, also seid gespannt, wo uns es vielleicht das nächste Mal hin verschlagen tut. Die Tour mit meiner Wenigkeit. So, nochmal ganz kurz das Schloss, bevor wir in den Birkenwald verschwinden. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Habe und ja, aber gleich gibt es weitere schöne Bildermaterial wie hier nochmal im Hintergrund. Diese wunderschöne Kirsche, seht ihr die? Die ist so wunderschön. Ja, wir zoomen mal ein bisschen ran. Ein bisschen unscharf, aber ja, ist eine wunderschöne Kirsche. Aber wir sind noch nicht zu Ende. Schaut einfach weiter zu.
Ja, jetzt sind wir angekommen in Dresden-Laubegast. Ihr habt gerade die schönen Bilder hier gesehen. Dresden-Laubegast liegt mir hier zu Füßen. Wunderschön hier zu sein, ein bisschen abspannen, die Ruhe genießen, die Enten, die kleinen Katzen, die hier unten sind und ja, einiges mehr. So, aber wir machen jetzt schon uns langsam wieder Richtung Heimatstadt. Ja, Richtung Heimat, Richtung City, Richtung Geswenkebams. Und dann nehme ich euch noch mit. Ein bisschen Hunger habe ich auch. Mal sehen, ob wir irgendwo noch was Leckeres zu essen bekommen. Aber dazu nehme ich euch mit. Ja, viel Spaß. Wow. Schönen Herbsttag und ja, ihr seid noch ein bisschen mit dabei.